Test. Okay. Guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Berg Tavlan und ich bin Product Manager bei der Studeraus AG seit dem September 2015. Noch kurz zum Administrativen, bevor wir in die Agenda gehen. Falls mich jetzt jemand nicht so gut verstehen würde, gibt es noch die Möglichkeit, sich telefonisch in das Ganze einzuwählen. Das ganze Webinar wird aufgenommen, damit wir es nachher später zur Verfügung stellen können. Und Sie können gerne Fragen über die Chatfunktion stellen und wir tun die dann gerne am Schluss oder je nach Frage dann auch während dem Webinar beantworten. Die ganze Zusammenfassung der Fragen kriegen Sie dann per E-Mail. Zu der heutigen Agenda. Ich stelle Ihnen ganz kurz Yealink vor, für die, die es noch nicht kennen. Als zweites werde ich euch das Sortiment von der Studeraus AG aufzeigen. Als drittes gibt es einen kleinen Einblick ins GUI von einem Yealink-Telefon. Als viertes gibt es die Kompatibilitätsliste von der PBX. Einfach mal einen kleinen Ausschnitt davon, der für die Schweiz relevant ist. Als nächstes haben wir dann Skype for Business-Thematik, was da in Zukunft wird passieren mit Yealink. Und zu guter Letzt ein spannender Teil mit den Promotionen. Ein paar Zahlen und Fakten zu Yealink. Yealink hat 5 Standorte weltweit. Nur schon 2 allein in China, wo es einer die Headquarters ist und die andere Forschung und Entwicklung. Sie haben schon 14 Jahre Erfahrung in der Thematik Telefonie. Nur schon 50% von ihren Mitarbeitern, das sind rund 500 Leute im Moment, arbeiten in der Forschung und Entwicklung. Sie haben über 70 Distributoren, wo sie schon ihre Telefone vertreiben. Über 80 Technologiepartner. Und man kann wirklich von ihnen behaupten, dass sie 100% fokussiert sind auf die UC-Lösungen, die sie anbieten. Und mittlerweile beliefert es schon über 100 Länder und auch uns. Gehen wir über zum Sortiment. Wir haben da mehrere Themen, die wir abdecken. Das wäre zum einen die T4-Serie, das ist die modernste Serie von Yealink im Moment. Da ist hervorzuheben, dass sie wirklich ein sehr elegantes Design haben und Telefon auf dem heutigen Stand sind. Dann haben wir auch die T2-Serie, wo Preis-Leistung einfach im Vordergrund steht. Das Design kennen Sie wahrscheinlich auch schon von anderen Marken. Dann haben Sie auch ein Decktelefon im Angebot, das Konferenztelefon und auch Videotelefonielösungen. Wir haben das ganze Sortiment von Yealink seit dem 1. Dezember im Sortiment. Das wäre jetzt die ganze T4-Serie. Oben angefangen mit dem Videotelefonie, das VP T49G. Das ist eigentlich so ihr Flaggschiff von der Videotelefonie, die sie haben. Und rechts davon mit reiner Telefonie, also ohne Videotelefonie, das T48G. Und man sieht eigentlich schon auf einen Blick, was die Unterschiede sind. Das Display. Ich gehe da gerne noch näher auf das T48G ein, wo im Moment bei uns das beliebteste Modell ist. Ein paar Details da dazu. Das Gerät hat ein 7 Zoll Touchscreen Display. Also es tut wirklich gut reagieren, aus meiner Meinung her. Man hat ein Headset und USB-Anschluss. Also mit Headset meine ich, man kann ein Yealink-Headset, das normales, anschliessen oder über den EHS-Adapter dann zum Beispiel ein Plantronics-Headset oder Jabra-Headset. Per Bluetooth-Dongle gibt es auch die Möglichkeit, das Bluetooth-Headset dann einzubinden. Das wäre aber optional. Das Gerät hat 2 Gigabit Ethernet-Anschlüsse, die per PoE gespeist werden. Im Lieferumfang ist bei uns kein Extend-Ladegerät dabei. Also das müsste dazu gekauft werden, falls Sie es nicht per PoE speisen würden. Und es wäre auch von der Gesprächsqualität her auf dem aktuellen Stand mit dem HD Voice.
Sie haben die Möglichkeit, mit dem Telefon bis zu 16 SIP-Konten zu verwalten, falls Sie das benötigen. Und man könnte die 29 Kurzwahltasten programmieren. Falls Sie noch ein Erweiterungsmodul dazu kaufen würden, könnten Sie bis zu 6 Erweiterungsmodule noch dazu hängen, wo je 20 weitere Kurzwahltasten möglich wären. Das Telefon ist auch als einziger Moment für Microsoft Lync tauglich, aber dazu noch später mehr Infos. Noch kurz im Vergleich, die ganze T4-Serie, außer das Videotelefonie, dazu komme ich gerne später. Eben, wie Sie schon erkannt haben, Hauptmerkmal ist eigentlich das Display. Das T48G hat als einziger einen Touchscreen. Und dann geht es weiter mit dem Farbdisplay beim T46G und die anderen haben dann schwarz-weiß Bildschirm sozusagen. Die Hauptunterscheidungsmerkmale sind nebst den SIP-Konten die programmierbaren Tasten. Man hat einfach beim günstigsten Modell, das T40P, hat man nur 3 programmierbare Tasten. Jedoch hat jeder von denen einen Headset-Anschluss, also man kann ein Yealink-Headset anschließen oder über den EHS-Adapter dann ein Wireless-Headset. Die Möglichkeit haben alle. Sie haben auch alle 6 Navigationstasten. Und was meiner Meinung nach wo recht gut ist, ist Ihre Hörer, wo einfach einen richtigen Winkel hat, um gut können telefonieren. Weitere Unterscheidungsmerkmal ist noch der Ethernet-Anschluss. Da muss man einfach schauen, ob man einen Gigabit-Anschluss braucht oder nicht. Ab dem T42 wäre das gegeben. Und natürlich, je nachdem, spielt noch PoE-Verbrauch eine Rolle. PoE-Switches hätten Sie auch bei uns noch im Angebot, falls Sie danach würden suchen. Und nur die 2 höheren Modelle können mit einem Bluetooth-Dongle ausgerüstet werden. Das haben die unteren 3 Modelle nicht. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, wo jetzt nicht darauf ist, wäre der Speicher. Also falls Sie vorhaben, etwas speicherintensiv zu machen, die oberen 2 Modelle wären die, wo wirklich hindurch noch genug RAM hätten, um alles können leisten und dementsprechend auch ein farbiges Display, wo man eben auch einen eigenen Wallpaper könnte hinterlegen, ein Foto von der Familie zum Beispiel. Die Möglichkeit wäre dann bei diesen 2 auch gegeben. Gehen wir weiter zum Videotelefon T49G. Da haben Sie ein vollwertiges 8 Zoll Touchscreen Display. Es fühlt sich an wie bei einem Tablet von, sagen wir mal, Apple. Also es ist wirklich sehr gut. Man hat da 2 Megapixel HD-Kamera obendrauf, wo man kann auch wegnehmen. Dazu später. Bluetooth 4.0 wäre integriert mit dem dementsprechenden Profil, um auch ein Bluetooth-Headset dran anzubinden. Das Ganze hat auch noch Dualband-Wi-Fi. Also man kann es überall hin platzieren, wenn man Wi-Fi dann hätte. Ein HDMI-Out-Ausgang wäre auch vorhanden, dass man auch einen Bildschirm dann könnte anschliessen. Und natürlich hat es auch da HD-Voice. Das Ganze wäre jetzt kompatibel mit den Lösungen von 3C, Asterix, Genesis, BroadSoft und weitere kommen dann auch noch dazu. Wichtig ist einfach noch zu erwähnen, das Gerät hat als einziger keinen PoE-Ethernet-Anschluss. Alle anderen haben das. Das muss man wirklich mit einem Netzteil speisen. Bei dem ist das aber im Lieferumfang schon enthalten. Und man könnte da kein externes Modul dazu anhängen. Jedoch braucht man das bei so einem Touchscreen-Display, wo man dann wirklich das Telefonbuch super kann verwalten kann, nicht unbedingt. Noch ein bisschen näher zum Gerät. Bei der Kamera hat es sogar eine kleine Abdeckung, dass man das kann, einfach zudecken, sprich, es ist dann disconnected. Man kann es auch rausnehmen, die Kamera. Wie schon erwähnt, hat es ein 8 Zoll Touchscreen-Display,
Und eben Harman Kardon Speaker sogar, wo Vollduplex sind. Also man kann gleichzeitig reden und man hört den anderen zugleich. Und das funktioniert wirklich gut, das habe ich getestet. Man hat auch wie bei den anderen Geräten die Kurzwelltasten. Da natürlich auch fürs Video. Man kann den ganzen Bildschirm auch führen und hinterher lehnen, plus die Kamera selber obendrauf auch noch. Also man kann sich das perfekt einrichten. Wie schon erwähnt, hat es einen HDMI-Ausgang. Man kann das dann wirklich zum Telefonieren auch brauchen, dass man dann einen Monitor mit einbindet und dann die Kamera obendrauf auch noch per USB-Verlängerungskabel dann auf den Bildschirm tut, dass man gleichzeitig kann arbeiten und Videotelefonieren. Dass man nicht die ganze Zeit dann ins Telefon muss hineinschauen, was dann ein bisschen unsinnig wäre. Das Ganze hat natürlich auch noch einen USB-Anschluss, wo man sogar für Audio- und Videoaufnahmen könnte benutzen, falls das gewünscht wäre. Dann noch ein kleiner Einblick, wie die Masken aussieht. Also in der Mitte sieht man einfach die Startseite mit den Kurzwahlmöglichkeiten rechts und links. Die Tasten sind voll programmierbar auf alle möglichen Funktionen. Das zeige ich Ihnen gerne noch später im GUI. Man hat sogar die Möglichkeit, wenn man jetzt das Handy hätte, wo die Kontakte schon alle drauf sind und man möchte die auf das Telefon draufspeisen, kann man die kurzfristig per Bluetooth übertun. Man kann sie auch drauf lassen oder auch sagen, dass man sie, wenn die Bluetooth-Verbindung weg ist, dass die Nummern dann wieder gelöscht sind. Also vielleicht eben für einen Chef wäre das von Vorteil. Und das Touchscreen fühlt sich wirklich wie bei einem Tablet an. Es reagiert super schnell. Die Tasten kann man super gut drücken. Und das Bild ganz rechts, wo man sieht, kann man die Bildschirmhelligkeit einstellen, wie man es wirklich wie von einem iPhone oder anderem Smartphone kennen würde. Gehen wir weiter zu der T2-Serie. Das haben wir auch im Angebot für die, wo das Gerät schon im Besitz haben oder noch weitere möchten, aber das ist nicht unser Fokus. Wir haben wirklich unseren Fokus auf der T4-Serie. Daher ist da die Verfügbarkeit vielleicht ab und zu nicht gegeben, falls Sie höhere Stückzahlen brauchen würden. Auch das noch kurz im Vergleich. Da sind die gleichen unterschiedlichen Merkmale, die wir haben. Die programmierbaren Tasten, die sich unterscheiden würden, ZIP-Konten. Und eben der Ethernet-Anschluss. Noch zum Zubehör. Man hat oben die zwei Erweiterungsmodule, wie man sieht, für das T4 und für das T2 im gleichen Design. Die schmiegen sich wirklich ans Telefon an und passen perfekt. Rechts davon haben wir das Yealink-Headset, YHS-32. Und unten in der Mitte das EHS-36. Das ist eben das Adaptermodul für die Wireless-Headset. Und nebendran das BT40, das Bluetooth-Modul. Als nächstes stelle ich Ihnen das Konferenztelefon von der Yealink vor, das CP860. Darauf sehen Sie das Hauptgerät mit den zwei Erweiterungsmikrofonen, wo man noch dazu kann kaufen. Ein paar Details auch da dazu. Das Hauptgerät selber hat drei integrierte Mikrofone, die dann wirklich 360 Grad Abdeckung gewährleisten. Natürlich ist da auch ein Full-Duplex-Lautsprecher integriert. Das Gerät haben wir auch getestet, also 3 Meter Abstand schafft er ohne Problem. Es hat auch eine Echo- und Geräuschunterdrückung drin. Man könnte, wie schon gesehen, zwei externe Mikrofone anschließen, falls man einen längeren Konferenzraum hätte oder einen rechteckigen Tisch zum Beispiel. Ein USB-Anschluss für Aufnahmen wäre da auch gegeben. Und man hätte sogar einen 3,5 mm Anschluss für Mobiltelefon, wo Sie zum Beispiel das Konferenztelefon dann auch als Lautsprecher könnten benutzen, falls das vonnöten wäre.
Das Gerät ist natürlich auch per PoE speisbar. Noch als nächstes haben wir das Yealink W52P. Das Gerät hat ein 1,8 Farbdisplay, hat bis zu 100 Stunden Standby und 10 Stunden Gesprächszeit, hat eine sehr gute Reichweite im Freien von 300 Meter und im Gebäude bis zu 50 Meter, je nachdem, was Sie noch für sonstige Geräte umeinander haben und wie viele Wände dazwischen sind. Man könnte bis zu 5 Handapparate mit einer Basisstation führen. Und dementsprechend könnte man auch 5 SIP-Konten drauf oben haben. Jedoch sind nur 4 Gespräche gleichzeitig über eine Basisstation zu führen. Aber in den meisten Fällen reicht das eigentlich völlig. Punkto Gesprächsqualität hätte ich sogar das Cat IQ 2 schon an Bord, wo er wirklich gute Gesprächsqualität gewährleisten. Die Basisstation kann auch per PoE gespeist werden. Und natürlich, die Handapparate haben alle so eine Ladestation, wo natürlich mit normalem Stromadapter betrieben sind. Noch kurzer Hinweis zu der Promotion vom TP860. Man hat da bis Ende März haben wir noch Promotion am Laufen, wo das erste Stück 239 für 239 Franken erhältlich ist und ab 2 Stück dann 25 Franken Rabatt gibt die pro Stück. Das bezieht sich natürlich nur für unsere Händler, die schon registriert sind bei uns. Gehen wir zum nächsten. Ich gebe da noch einen kleinen Einblick ins GUI. Ich schalte schnell um aufs Telefon. So, das wäre die Startseite, wo man gerade draufkommt, wo man wirklich die wichtigsten Informationen sieht, wie die IP-Adresse, Software, also die Firmware-Version, die man hat und so weiter. Das Ganze ist recht übersichtlich aufgebaut. Man hat oben dran die wichtigsten Reiter. Rechts ist immer erklärt, was in der Mitte anwählbar ist. Da jetzt noch wenig, aber bei den nächsten ein bisschen mehr. Man kann auch auf die Fragezeichen gehen und dann noch erweiterte Details anschauen. Es ist relativ simpel aufgebaut. Also für jemanden, der es zum ersten Mal bedient, kommt man relativ schnell rein. Für die technisch Versierteren unter uns hat es natürlich auch viele weitere Einstellungsmöglichkeiten. Auf der linken Seite haben Sie da eben noch die Untermenüs da dazu. Was auch noch wichtig ist zu sehen, das sind eben die DSS-Keys, die sogenannten Kurzwahltasten, die wir haben. Da hat man wirklich eine grosse Auswahl, was man alles kann drauf tun auf die Tasten. Und nicht nur einfach nur Kurzwahl für einen Anruf. Man hat dort die Möglichkeit, da oben die Labellänge einzustellen fürs Telefon. Also, Sie müssen sich das so vorstellen: Auf dem Display haben Sie jetzt eine Nummer eingegeben oder einen Namen und es hat keinen Platz drauf. Dann können Sie da Extended anwählen und es würde einfach dann das Ganze vergrößern und korrekt anzeigen. Falls Sie natürlich noch ein externes Modul noch hätten, würde das da auch noch angezeigt werden. Noch zu den Einstellungen. Was auch noch schön ist zu sehen, man hat da wirklich verschiedenste Sprachen zum Anwählen. Also unsere Landessprachen sind fast alle vorhanden, außer das Rätoromanisch. Jedoch ist Englisch wirklich am besten übersetzt. Das Deutsche ist noch nicht ganz perfekt, muss man sagen. Aber man versteht es immer noch recht gut. Und
beim T46G, wo ich jetzt eben drin bin, haben sie auch noch die Möglichkeit, verschiedenste Wallpaper anzuwählen und sogar ein eigenes noch drauf zu laden. Es hat wirklich schon schöne vorinstalliert, wo man kann verwenden. Okay, das zum GUI. Ich wechsle schnell zurück. Gehen wir als nächstes zu den Kompatibilitäten bei der PBX. Ich habe da mal 5 Stück genommen, wo ein bisschen gängiger sind in der Schweiz. Es wären eben 3CX, Asterix und Co. Wie Sie sehen, ist es fast mit allen kompatibel. Starface und ARNet kommen noch mit der Videounterstützung nachher. Und bei der Asterix ist zu erwähnen, dass es bis vor kurzem noch zertifiziert war. Also kompatibel sind alle Geräte, aber zertifiziert ist es im Moment nicht mehr. Da ist J-Link jedoch dran, dass es wirklich wieder kommt. Also ist nur eine Frage von der Zeit, meiner Meinung nach. Noch eine wichtige Nebeninfo, die wir jetzt nicht im Slide haben, ist, dass Swisscom ebenfalls die J-Link-Telefon zertifiziert hat. Das wird aber erst Ende März offiziell bekannt geben. Dies einfach schon mal im Voraus. Das betrifft die ganze T4-Serie, die wir Ihnen gezeigt haben. Gehen wir weiter zu der Skype for Business-Thematik. Wir haben jetzt aktuell das T48G, wo Skype for Business bzw. Lync tauglich ist. Und J-Link selber hätte noch das T22P im Angebot, wo wir jedoch nicht im Sortiment führen. Und ab Ende März werden dann noch 3 weitere folgen. Das wäre eben 46 bis 41. Und ab Mai kommt dann noch das 40 ebenfalls dazu. Also sprich, die ganze T4-Serie wird dann ab Mai vollumfänglich Skype for Business tauglich sein. Die Details dazu haben wir noch nicht bekommen. Falls Sie sich dafür interessieren, melden Sie sich bitte bei uns. Jetzt noch zum schönsten Teil, zu Promotionen. Wir haben hier von der J-Link 2 sehr attraktive Angebote bekommen, die wir Ihnen unterbreiten können. Und zwar 2 Bundle. Je 3 Geräte sind in einem Bundle erhältlich. Zu 209 und 240 Franken. Sie können das gerne per E-Mail einfach in einer knappen E-Mail bestellen. Bestellung@studeros.ch schreiben und bitte den Promocode angeben. Das ist jedoch nur für unsere registrierten Händler und sollte eigentlich eine Not-for-Resale-Aktion sein. Sprich, es ist ein Testgerät für Sie und nicht für den Wiederverkauf gedacht. Und daher ist es auch die Restriktion pro Händler ein Bundle. Gut, das wäre es von der offiziellen Seite her. Falls Sie noch Fragen hätten, können Sie die gerne jetzt noch stellen. Ich versuche alle, die ein bisschen im einfacheren Kontext sind, sofort zu beantworten. Und die, die ein bisschen Abklärung noch bräuchten, werden wir Ihnen per E-Mail dann zukommen lassen.
Bezüglich der Frage zu Maika im Office kann ich Ihnen noch nicht beantworten, aber das wird ab Ende März dann hoffentlich bekannt gegeben werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Vivo-Paket. Da haben wir wirklich noch keine Details dazu erhalten. Okay, die weiteren Fragen werden wir Ihnen dann gerne per E-Mail beantworten. Der Chat bleibt jeder noch 5 Minuten offen und Zusammenfassung und Fragen kommen dann per E-Mail. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.